Ach, guten Tag, Herr Baldau. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wir bleiben auf Abstand, ne? Das Ist sollten wir tun. Corona-Zeit nach wie vor. Schön, dass wir in Frankenthal sein dürfen, hier an unserem Bus bei den Chancenmachern. Warum ist denn Frankenthal ein Ort, wo auch Chancen entstehen aus Ihrer Sicht? Wir sind eine Stadt, die große metallverarbeitende Betriebe gehabt hat, von Siemens. KSB ist noch da, KBA, Druckmaschinen. Und die sind nicht mehr alle so groß wie früher. Deshalb haben wir ein großes Potenzial, gerade im MINT-Bereich, vieles zu entwickeln, viele Start-ups anzusiedeln und haben auch vor, eine der Industriebrachen dafür zu verwenden. Ja, prima. Also, wir suchen uns jetzt ein schönes Plätzchen. Das ist nicht hier so direkt am Bus, da ist ein bisschen kalt noch. Vielleicht können wir ein bisschen in die Sonne gehen. Und dann würde ich Sie gerne noch ein bisschen mehr befragen. Da freue ich mich drauf, sehr gerne. Herzlich willkommen in Frankenthal. Gerne, wir gehen einfach ein Ja. Stückchen. Herr Baldauf, schön, dass wir bei Ihnen sein können. Sie sind Spitzenkandidat hier in Rheinland-Pfalz, wollen Ministerpräsident werden, eine Chance ergreifen, wenn man so will. Warum eigentlich? Ich bin in meinem Leben schon immer selbstständig und möchte etwas bewegen, etwas verändern, etwas umsetzen, ein Ergebnis erzielen und glaube, dass Rheinland-Pfalz besser regiert werden kann. Wir haben beispielsweise deutschlandweit Start-ups, aber nur 2% befinden sich in Rheinland-Pfalz. Das ist so ein Indiz dafür, dass wenig Innovation da ist, wenig innovative Kraft. Im Verhältnis zu den anderen Bundesländern rangieren wir da auch auf einem der letzten Plätze. Und das ist für mich Ansporn, hier etwas ändern zu wollen. Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik, vieles liegt im Argen, aber ich gehe davon aus, da werden Sie mich ja gleich zu auch fragen. Wir haben hier einen Wahlkampf unter Corona-Bedingungen. Sie selber sind auch persönlich betroffen von Corona, haben ein engstes Familienmitglied verloren in dieser Zeit. Wie nehmen Sie das wahr für sich persönlich auch? Das ist ja was ganz anderes, als wenn man muss ja eigentlich nah an die Leute ranrücken und das kann man jetzt gar nicht machen. Die letzten Monate haben vieles verändert und es stimmt, es fehlt mir die Nähe, es fehlen die Feste, es fehlen die persönlichen Begegnungen, es fehlt die Möglichkeit zu diskutieren, Probleme direkt aufzunehmen, auch Überlegungen zu machen, wie man sie löst oder auch zu sagen, das kann man nicht lösen. Das ist jetzt im Moment sehr schwer. Das geht nur über Videoschalten, die natürlich eher unpersönlich sind. Aber wir müssen das ja jetzt so hinnehmen, wie es ist. Es ändert nichts und wir geben natürlich auch in diesen Formaten alles, um unsere Ideen für Rheinland-Pfalz, für ein zukunftsfähiges, für ein ja wirklich aufstrebendes Rheinland-Pfalz nach vorne zu bringen. Gemäß dem Motto: Aus dem Land der Reben und Rüben machen wir ein Land der Reben, Rüben und Ruter. Wenn ich jetzt doch noch mal einmal zu dieser Corona-Frage persönlich nachfragen darf, ist bei Ihnen etwas die Angst gestiegen, weil Sie eben persönlich so betroffen waren vor diesem Virus? Oder wie gehen Sie damit um? Also auch in der Beurteilung der Lage. Sind Sie vorsichtiger als andere? So würde ich mal fragen wollen. Also der Tod meines Vaters an Corona hat natürlich auch gezeigt, wie schnell es jemanden auch in den Familien, in den Bekanntenkreisen auch treffen kann. Und wir haben ja ganz viele, die es trifft. Ehrlicherweise hat irgendwie jeder einen, den er kennt oder eine, die er kennt. Was ändert sich? Ich war vorher schon sicher, dass wir sehr diszipliniert vorgehen müssen, dass wir schauen, dass wir die Inzidenzzahlen nicht überschreiten, bevor wir Öffnungen zulassen, weil wir ansonsten die Gesundheit vieler nicht so sicherer und nicht so gesunder Menschen gefährden. Und was mir besonders aufgefallen ist, diese Einsamkeit wird viel zu wenig überhaupt beleuchtet im Moment. Wir denken ja immer, alles würde sich auf dem Marktplatz abspielen. Viele sind aber einsam. Und als mein Vater jetzt verstarb, war er ehrlicherweise auch einsam. Er lag in einer Intensivstation. Ich konnte ja nicht hin oder nicht dauernd hin. Und das ist eine Frage, die wir, glaube ich, sehr intensiv besprechen müssen. Eine gesellschaftspolitische Frage. Wie vermeiden wir Einsamkeit auf Dauer und kommen enger zusammen? Ich würde mit Ihnen ganz gerne so dieses beliebte Spiel der Satzvollendungen machen. Und es soll natürlich um Chancen gehen und würde einfach gern mal anfangen. Meine größte Chance, die ich je ergriffen habe, war.
war diejenige, als Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU anzutreten und jetzt Ministerpräsident zu werden? Die größte Chance, die ich verpasst habe, war bisher? Diejenige, dass ich mich ein wenig zu selten mit der Familie habe beschäftigen können und mir Corona gezeigt hat, dass es auch anders geht und dass man manchmal einen Termin auch sein lassen kann und zur Familie gehen kann. Machen Sie das eigentlich auch? Also wir haben jetzt gerade mit dem Ministerpräsident in Baden-Württemberg einen Fall, der sagt, ich ziehe mich sogar aus einem aktiven Wahlkampf zurück, weil meine Frau eine Krebserkrankung hat. Ist das etwas, was Sie jetzt auch machen, dass Sie sagen, ich mache nicht jeden Termin, mache nicht deswegen weniger intensiv Wahlkampf, aber anders vielleicht? Ja, man lernt ja stündlich, minütlich, täglich dazu und dann merkt man natürlich den einen oder anderen Termin, den man in der Vergangenheit gemacht hat, ob der denn so sein muss oder hat sein müssen. Das muss man dann schon hinterfragen. Ich gehe nach jedem Termin durch, hat er Sinn gemacht, hat er keinen Sinn gemacht und schreibe mir das auch auf. Und dann weiß ich in Zukunft, was macht dann auch für mich Sinn. Und das, ja, das entschleunigt und führt auch zu dem, wo man den Ruhepol hat, mehr bei der Familie sein zu können. Ich bin für Rheinland-Pfalz eine Chance, weil? Weil ich anpacken will, weil ich umsetzen will, weil ich nicht über Zuständigkeiten streiten will, weil ich endlich auch zum Beispiel den Straßenbau voranbringen will, was Herrn Wissing bisher überhaupt nicht gelungen ist. Er hat lediglich einen einzigen Kilometer Straße im Jahr in ganz Rheinland-Pfalz fertiggestellt in den letzten 5 Jahren. Das ist schon ein Synonym dafür, dass hier etwas nicht stimmt. Ich will dieses Land stark machen. Sie haben jetzt Herrn Wissing angesprochen. Der ist hier mit der SPD in der Regierung. Herr Laschet hat jetzt gesagt, der natürliche Koalitionspartner ist eigentlich die FDP. Und Sie haben ihn eigentlich als persönlichen Gegner, nicht persönlich, aber als politischen Gegner sozusagen auserkoren. Können Sie denn hinterher mit dem noch zusammenarbeiten, falls Sie vor der Frage stehen, mit wem ich hier eigentlich regiere? Sie haben ja gerade richtig angesprochen, persönlich und politisch. Das muss man trennen. Ich komme mit Volker Wissing persönlich sehr gut klar, das ist keine Frage, aber wir haben beide eine Rolle und wir haben beide eine Partei zu vertreten. Ich sehe, dass die FDP in Rheinland-Pfalz vor allem nur ein Mehrheitsbeschaffer für Rot-Grün ist. Sie waren gegen die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, sie waren für eine Mietpreisbremse, das spricht ja nicht für FDP-Grundlagen. Und da würde ich den Herrn Wissing sehr herzlich bitten, sich doch bitte an die liberalen Grundsätze zu halten. Es stimmt, die größte Schnittmenge hatte die CDU und hat sie mit der FDP. Aber die FDP ist im Moment schwach und das ist das Problem, dass es nicht reichen wird für eine Regierung, was ich bedauere. Die größte Chance in Rheinland-Pfalz wird gerade verpasst. An welcher Stelle? Im Bildungsbereich. Wir haben ein Bildungschaos. Es funktioniert digital nichts. Es gibt Software wie Big Blue Button und Moodle, die von der Landesregierung installiert wurden. Sie fallen dauernd aus. Man hat keine Chance, Unterricht zu halten. Eine junge Dame aus Mainz hat mir erzählt, sie hat lediglich 3 Stunden zu 30 Minuten im Januar einen Unterricht gehabt. Das kann ja nicht Ziel der Übung sein. Wir brauchen eine Stärkung des Bildungssystems. Wir brauchen in der Grundschule Unterstützung im Lesen, Schreiben, Rechnen. Über 1/3 der Viertklässler können nicht richtig lesen und schreiben und über 40% nicht richtig rechnen. Das wollen wir ändern. Mit Malu Dreyer würde ich gerne einmal. In der Staatskanzlei meine Amtsübernahme begehen. Am Abend des 14. März werde ich meiner Partei danken, meiner Familie danken für die hervorragende Arbeit und so der Wählerwille das auch so will, als stärkste Fraktion und als stärkste Partei aus dieser Wahl herausgehen. Und wenn das nicht klappt? Das wird nicht passieren. Vielen Dank. Gerne.